Also ich bin die Steffi Friedl, bin Tierpflegerin hier im Tierheim Bamberg und bin schwerpunktmäßig für die Kleintierabteilung zuständig. Kleintiere ist im Prinzip alles, was nicht Hund und Katze ist. Exoten werden immer beliebter als Haustiere. Viele kennen sich nicht richtig aus mit der Haltung oder kaufen Jungtiere, die klein und niedlich sind, die man noch ganz gut halten kann. Die wachsen aber, werden größer und werden dann ausgesetzt und dann landen sie irgendwann bei uns. Also ein großes Thema sind die Schildkröten, gerade auch die Wasserschildkröten. Die sind oft so 5 Markstück groß, wenn man sie kauft, werden aber bis zu 40 cm groß, Panzerlänge. Dann kann man sie nicht mehr im Aquarium halten und die werden also ganz häufig ausgesetzt. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt aktuell haben wir eine, die wurde in einem Karpfenteich gefunden. Der Teich wurde abgefischt und da war dann die Schildkröte zwischen den Karpfen. Der Teich ist natürlich völlig ungeeignet für so ein Tier zum Überwintern. Das heißt, die wäre da erfroren, weil das einfach nicht tief genug ist. Und die hatte jetzt Glück, weil sie zu uns kam, aber die meisten Tierheime sind nicht für diese Tiere ausgerüstet.